Endlich Gerechtigkeit. Ich glaube, treffender könnte der Titel für ein Video nicht sein als dieses Mal. Denn ein Vater kämpfte Jahrzehnte darum, dass der Mörder seiner Tochter überführt wird. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute eine Reaction auf den Fall von Frederike. Frederike wurde vor vielen Jahren vergewaltigt und umgebracht. Es wurde ein Prozess gegen den mutmaßlichen Täter geführt. Aus Mangel an Beweisen wurde dieser dann freigesprochen und der Vater gab die letzten Jahrzehnte nicht auf. Er war überzeugt davon, dass derjenige, der einmal vor Gericht stand, auch der Täter gewesen ist und er kämpfte darum. Und trotz des ursprünglichen Freispruchs des Täters wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Es gab neue Beweise und nun sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Viele werden sich vorab eine Sache fragen, nämlich, wie ist das eigentlich mit dem Verbot der Doppelbestrafung? Es gab ja mal einen Prozess, ein gerichtliches Verfahren also. Es kam auch zu einem Urteil, im Namen des Volkes wurde der betroffene Angeklagte freigesprochen. Und damit dürfte es eigentlich durch sein. Ne bis in idem, so heißt es auf Lateinisch, bedeutet, man darf nicht zweimal für den gleichen Sachverhalt vor Gericht gestellt werden. Anders ist dies jedoch bei Mord. Seit neuestem. Das Gesetz hat sich da geändert und da gucken wir im Anschluss an das Video einmal rein, denn das Video ist so krass emotional, dass ich das einmal mit euch zusammen anschauen möchte und auf die rechtlichen Thematiken gehen wir dann zwischendurch und auch am Ende ein. Frederike von Müllmann. Die damals 17-Jährige wurde vergewaltigt und getötet. Vor 41 Jahren. Für ihren Vater ist die Erinnerung an Frederike nie verblasst. War mein Liebling, ne? Warmherzig, klug, war schon toll. Seit 41 Jahren kämpft der Vater für die Bestrafung des Täters. Also ich weiß nicht, ob man ein glückliches Leben gehabt hat, nicht? Aber auf alle Fälle hat er ein Leben, ne? So ich und meine Tochter nicht, ne? Und mein Leben ist vollkommen ruiniert durch diesen Mord an meiner Tochter. Ne? Gänsehaut pur. Alle wissen es ja, das muss ich gar nicht sagen. Für Mord gibt es eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Es gibt, ist nicht wie in Amerika hier, dass irgendwie doppelt, dreifach, vierfach lebenslänglich geben kann, weil man gerade gehört hat, dass es auch noch eine Vergewaltigungstat im Vorfeld gab. Das ist so nicht. Es gibt dann halt einmal lebenslänglich. Dass er nie aufgegeben hat, beginnt sich jetzt auszuzahlen. Der mutmaßliche Mörder sitzt in Untersuchungshaft. Eine juristische Sensation. Denn er wurde früher schon einmal für diese Tat angeklagt und freigesprochen. Ein Mörder im eigentlichen Sinn des Wortes, ja, jemand, der gemordet hat, kann sich nie sicher sein, sein ganzes Leben lang nicht. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ja, wie findet ihr das? Das interessiert mich an der Stelle mal wirklich. Also, was meint ihr dazu? Ein Mörder wird vor Gericht möglicherweise gestellt, wird freigesprochen. Freigesprochen. Also wir reden nicht von einer Einstellung nach § 170 Absatz 2 aufgrund des fehlenden Tatverdachts oder ähnliches durch die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Entscheidungsfreiheit der Strafverfolgungsbehörden, sondern in einem gerichtlichen Prozess. Es gibt eine Sache, die man dazu vielleicht mal sagen muss, ist, ich verteidige ja auch sehr viele Kapitalstraftaten, also Mord- und Totschlagsverfahren. Es ist tatsächlich so, dass sich gerade die DNA-Wissenschaft, würde ich es mal nennen, in den letzten Jahrzehnten so enorm verbessert hat oder auch vielleicht verändert hat. Es gibt Sekundarübertragungen, es gibt Volltreffer, es gibt Spurenlesen, es gibt so unglaublich viele technische Möglichkeiten, wissenschaftliche Auswertungen, Studien, wie man jetzt möglicherweise DNA-Spuren einem Täter irgendwo zuordnen kann, wie das übertragen wird. Und diese ganze Entwicklung bringt aber auch eine Sache mit sich, denn jede neue Entwicklung bringt auch neue Fragen auf. Nehmen wir zum Beispiel an die Sekundarübertragung. Es gibt mir wohl eine Vollspur, ich fasse dahin, übertrage die DNA an die Stirn, wische das ab mit einem Taschentuch, das fällt runter, da ist meine DNA drauf, man denkt, ich war am Tatort als Beispiel. So, mit jeder neuen Wissenschaft kommt man, ja, aber wäre das denn so und so auch möglich gewesen? Das heißt, dieser volle Beweis, den wird es gerade in diesen Bereichen eigentlich niemals geben können. Und jede neue Erkenntnis bringt möglicherweise eine Wendung in einem Strafverfahren, aber auch neue Fragezeichen und damit auch Unsicherheiten auf der anderen Seite. Aber grundsätzlich ist das natürlich gut. Jemand, der einen umgebracht hat, der wird sich nie sicher fühlen, denn es ist nun mal einfach so, dass der Mord nicht nur nie verjährt, sondern auch nach einem Freispruch jederzeit wieder aufgerollt werden kann. Am Abend des 4. November 1981 hat Frederike von Müllmann eine Chorprobe in Celle, will anschließend nach Hause trampen.
Gegen 19.30 Uhr hält ein Wagen. Der Fahrer bringt sie aber nicht zu ihrem Wohnort, sondern biegt in einen Waldweg ab. Wenige Meter abseits der Straße fällt er über Friederike her, vergewaltigt das Mädchen. Anschließend metzelt der Täter die 17-Jährige regelrecht hin. Gerd Hornbostel war damals im Einsatz. Der inzwischen pensionierte Polizist fährt mit uns zum Tatort. 4 Tage nach der Tat wurde Friederikes Leiche gefunden. Für Hornbostel war es der erste Mordfall. Einer, der sich tief eingeprägt hat. Die Leiche wies 11 Messerstiche auf. Was schon gleich markant war, dass dem Mädchen die Kehle durchgeschnitten war. Also was man sehr, sehr häufig im Mordverfahren beobachtet oder Totschlagsverfahren, dass es nicht immer zu 1-2 Messerstichen kommt, sondern das liest man ja auch in den Zeitungen, 50 Messerstiche, 60 Messerstiche, 40 Messerstiche. Meistens ist es so, dass ein Täter dann derart in Rage kommt, dass es einfach dazu kommt, dass man derart auf das Opfer einwirkt. Denn wenn die Hemmschwelle einmal überschritten ist, ja, so viele psychologische Studien, die ich dazu gelesen habe, wenn die Hemmschwelle einmal überschritten ist, dann geht es quasi so wirklich los und dann hat man da keine Distanz und keine Hemmungen mehr, dann weiter auf das Leben einzuwirken oder gegen das Leben einzuwirken von dem Opfer. Es gibt nicht umsonst, ja, gerade beim subjektiven Tatbestand, also man hat immer einen objektiven Tatbestand, zum Beispiel können wir es mal sagen, beim Morden, ein anderer Mensch wurde umgebracht durch ein Mordmerkmal, ja, es gibt ja auch objektive Mordmerkmale. Und dann immer die subjektive Seite, das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, das heißt, ich wusste und wollte auch, dass das Opfer durch mein Handeln jetzt getötet wird. Da gibt es, verschiedene Vorsatzarten, ja, dolus eventualis, dolus directus ersten Grades und so weiter und so fort. Und der Bundesgerichtshof hat sich irgendwann mal überlegt, ja, man muss auch mal diese Hemmschwelle, jemanden umzubringen. Es war aber richtig, wahrscheinlich ist genau da jetzt drin, sieht man es auf der Kamera? Ist da umgefallen? Wahrscheinlich ist genau da jetzt drin das BGH-Urteil in meiner NJW-Sammlung als 2012. Ach, naja. Es ist ja so, theoretisch könnte jedes Mal bei einer Stickerei jemand sterben. Man sticht jemand mit der Faust ins Gesicht, der fällt unglücklich, wird bewusst durch den Schlag, fällt ungeschützt mit dem Hinterkopf auf den Bordstein und stirbt. Da ist häufig kein Vorsatz gewesen, jemanden umzubringen. Sondern deswegen sagt der BGH, aufgrund der Hemmschwellentheorie, man muss quasi wirklich das wollen, dass der andere jetzt stirbt. Das ist nochmal so eine kleine Hürde und so ein kleines Hindernis. Ich meine, bei Kehleaufschnitzen müssen wir nicht drüber reden, das ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Aber ja, so ist es häufig und so erklären sich häufig auch so viele Messerstiche in diesen Kapitalstrafverfahren. Ich muss mal eben kurz wieder hinstellen. Das Geile ist natürlich jetzt auch, ich mache nichts anders, ne? Ich mache jetzt nichts anders. Das heißt, das Ding kann genauso gleich wieder hinfallen. Es war massiv durchgeschnitten, sodass, wenn wahrscheinlich die Wirbelsäule es nicht verhindert hätte, der Kopf fast abgetrennt worden wäre. Ja, Wahnsinn. Also wenn man sich das mal kurz zurück hier. Die Wirbelsäule es nicht verhindert hätte, der Kopf fast abgetrennt worden wäre. Aufgrund von Indizien wie Reifenspuren gerät bald Ismet H. ins Visier der Polizei. Fasern an Friederikes Leiche sind identisch mit solchen vom Teppich und den Bezügen aus dem Auto des Mannes. Der hat kein Alibi für die Tat. Boah. Für die Ermittler ist damals klar, wer der Täter ist. Ismet. Also das ist schon krass, ne? Also das sind nicht irgendwie Indizien, ja, wo es auch theoretisch hätten viele andere sein können, sondern ich würde ja mal davon, also das Auto und dann Teppich, so ein Teppich, wir haben es gerade im Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das der Originalteppich ist, der sah ja schon relativ individuell aus. Ja, und dann kein Alibi zu haben, dann die Reifenspuren, das sind schon sehr, sehr krasse, Indizien. Bei Indizienprozessen ist es natürlich so, ein Indiz alleine, ne, reicht natürlich nicht für, reicht eigentlich nicht für die Überzeugungsbildung des Gerichtes, aber Indizien in der Gesamtschau, wo man sagt, okay, hier ist so viel, hier liegt so viel vor, dass das Gericht natürlich auch aufgrund von Indizien zu der Überzeugung kommen kann, hier liegt kein begründeter Zweifel mehr vor, als dass der Angeklagte der Täter gewesen ist. Wie gesagt, das war 1981. Zur zeitlichen Einordnung, der Bundeskanzler hieß damals Helmut Schmidt. Der erste PC kam auf den Markt und Prinzessin Di heiratete Prinz Charles. Seit dieser Zeit kämpft Hans von Mühlmann den Kampf seines Lebens. Das Landgericht Lüneburg hält Ismet H. 1982 für schuldig. Das Urteil lebenslänglich. Der Verurteilte geht in Berufung. Bei dem zweiten Prozess reichen dem Richter die vorliegenden Beweise nicht. Der Angeklagte wird 1983 freigesprochen. Boah! Ja, das ist krass. Das ist krass. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz, es dürfte nicht richtig sein, was hier gerade gesagt wurde. Berufung dagegen eingelegt, geht nicht. Es ist eigentlich seit Kaiserszeiten so, dass man gegen
Urteile des Landgerichtes Revision einlegt. Also es wird dann so gewesen sein, auch wenn man sich die zeitliche Abfolge mal anschaut, 1981 lebenslang bekommen, 1983 dann der Freispruch. Das klingt danach, dass es zwischenzeitlich ein Revisionsverfahren gab, das Urteil dann aufgehoben wurde aufgrund von Rechtsfehlern und es dann dazu gekommen ist, dass es in einer neuen Hauptverhandlung dann zu dem Freispruch kam. Ist Wahnsinn, ne? Also es ist krass, wirklich krass. Damals war ich noch sehr gläubig, ne? So, dass der Staat das alles richtig macht. Weil ich mir gesagt habe, das Gericht, das, wir sind hier im Rechtsstaat drin, dann wird das schon richtig sein. Das, was er da schildert, ist etwas, was mir auch sehr, sehr oft gesagt wird und sehr, sehr oft leider Gottes mitgeteilt wird, wenn man da mal mit der Justiz in Berührung gekommen ist, nämlich, dass man so ein bisschen tatsächlich den Glauben an den Rechtsstaat verliert und sich dann fragt, ja, leben wir denn in einem Rechtsstaat oder leben wir nicht in einem Rechtsstaat, was man halt immer so denkt. Und hier hat er, ja Gottes, leider, also eine schlimme Erfahrung kann man nicht machen, wenn das Kind umgebracht wird, dann kommt es zu einem Urteil, dann kommt es zu einem Freispruch, da kann man mal den Glauben verlieren. Ich weiß nicht im Detail, wie das Verfahren gelaufen ist, aber ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, was mir auch oft berichtet wird, ist immer, lebe ich hier im Rechtsstaat überhaupt noch, Emil oder André, was geht ab? So, sinngemäß. Jahre vergehen. Hans von Mühlmann weiß jahrzehntelang nicht, wer seine Tochter umgebracht hat. Ruhe gibt er nicht. Neue Beweisverfahren werden möglich, wie DNS-Untersuchungen. Auf Veranlassung von Hans von Mühlmann werden 2012 alte Asservate untersucht. Man findet Spermaspuren in Friederikes Unterwäsche. Die gefundene DNS ist identisch mit der von Ismet H. Boah, ich hab Gänsehaut gerade, ne? Ich hab komplett Gänsehaut. Boah, ist das Hammer, ist das heftig. Jetzt werden sich viele vielleicht fragen, ja, warum muss das denn sein, dass der Vater das alles initiiert? Warum passiert das nicht von Amts wegen? Ja, es hätte auch von Amts wegen passieren können. Es gibt mehrere Mordverfahren, die auch von Amts wegen wieder aufgenommen werden. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Die in dem Fall auch seine Initiative sind. Und natürlich kann man das untersuchen lassen. Ja, das geht. Wahnsinn, also es ist krass. Boah, ist das krass. Also noch mehr Indizien. Wahrscheinlich würden sich jetzt viele vielleicht fragen, ja, und was ist denn jetzt, wenn der sagt, die hatten vorher einvernehmlichen Geschlechtsverkehr und das war alles voll weit davor, dass das Sperma dorthin gekommen ist. Ja, kann man sagen, glaubt nur im besten Fall oder wahrscheinlich keiner. Das bleibt für ihn aber jahrelang ohne Folgen. Denn wer in Deutschland einmal vor Gericht freigesprochen wurde, konnte sich sicher sein, für die gleiche Tat nicht noch einmal angeklagt zu werden. In § 362 der Strafprozessordnung waren bisher nur wenige Ausnahmen beschrieben. Wenn etwa gefälschte Urkunden oder Gutachten beim Prozess vorgebracht worden waren oder ein Angeklagter nachträglich ein Geständnis ablegt, dann war eine Wiederaufnahme des Verfahrens möglich. Also eine Wiederaufnahme zu Ungunsten, ja. Zugunsten ist es ein bisschen einfacher, aber zu Ungunsten ist das, weil man natürlich auch auf die Rechtssicherheit vertrauen darf, ist das nur eingeschränkt möglich gewesen, ganz, ganz eingeschränkt. Denn wie im Fall von Friederike lediglich neue Beweise auftauchen, konnte der Täter nicht noch einmal verfolgt werden. Da sagen wir, dass bei unverjährbaren Delikten, jedenfalls wie Mord, dass man da mit Hilfe von DNA der Gerechtigkeit wieder auf die Sprünge helfen sollte. Damit Ismet H. wenigstens zivilrechtlich als Täter gilt, bediente sich Anwalt Schädler 2016 eines Kniffes. Er klagte für Hans von Mühlmann auf Schadenersatz. Zwar wies das Oberlandesgericht Celle diese Klage wegen Verjährung ab, es stellte aber klar fest, dass Ismet H. Friederike getötet hat. Geiler Move, tatsächlich. Also es ist häufig so, ja, dass mit Strafverfahren auch zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden. Auch ich als Strafverteidiger, der meistens verteidige, sage auch immer, ey, pass mal auf, nur weil wir jetzt hier eine Einstellung bekommen haben. Denk dran, wenn du schadensersatzrechtlich, also wenn du im Zivilverfahren nochmal angeklagt wirst, gilt halt die Wahrheitspflicht. Da kannst du nicht schweigen als Partei. Da musst du was sagen, das muss auch die Wahrheit sein. Und dann kann das Ganze schon mal anders ablaufen. Natürlich ist immer, hat es immer eine Präjudizwirkung, wenn man im Strafverfahren freigesprochen wird oder beziehungsweise wenn es zu einer Einstellung kommt, sagen wir es mal eher so, ist häufig das Verfahren dann im Strafprozess eingestellt werden und dann kann man dennoch zivilrechtlich dagegen vorgehen und sagen, ich will noch hier Schmerzensgeld haben, 2000 Euro für eine gebrochene Nase oder ist wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger in echt. Und in dem Fall hier sehr, sehr gut und so hat man die Feststellungen tatsächlich gehabt letzten Endes im Urteil, dass er der Täter ist.
zivilrechtlich nur. Natürlich ist es mega, das sage ich auch so oft, das muss man auch den Leuten ehrlich sagen. Natürlich hat er jetzt einen Titel, ich kenne diesen Täter jetzt nicht, aber angenommen, der Täter ist jetzt jemand, der jetzt nicht gerade sein Leben im Griff hat und nie normal arbeiten wird, als Beispiel, es gibt auch, ne, sowas soll es da geben. Dann hat man den Titel zwar in der Hand, ist geil, klar, aber den Durchsetzen und Umsetzen, dass man quasi, ich sag mal, in Geld machen, soll nicht heißen, dass es dem Mann, das Vater um Geld geht, darum geht es ihm wahrscheinlich gar nicht, aber ich habe es auch sehr, sehr häufig, dass man zivilrechtlich dann klagt und dann hat man einen Titel und kriegt dann jetzt 2000 Euro, wenn du jemanden hast, der nie normales Geld verdient und nie normal arbeiten geht, dann hat man von dem Titel nicht viel. Muss halt jedes Mal einen Gerichtsvollzieher bezahlen, der dann losgeht und versucht zu vollstrecken und wenn da nichts ist, ist da halt nichts. Also nur weil man jetzt einen Titel hat von keine Ahnung, 2 Millionen Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld, heißt das nicht, dass man die auch bekommt und der Staat sagt halt, ja, ist zivilrechtlich, Bürger-Bürger-Verhältnis, ja. Da mische ich mich jetzt erstmal nicht ein, gerade was die Forderung in Geld angeht. Hast du Ihnen so ein bisschen Genugtuung gegeben? Erleichterung. Also als wir hier rausgekommen sind und ich das dann gelesen habe, dass er da tituliert worden ist als Mörder und Vergewaltiger, das war schon toll. Ne? Das war, hat mich sehr erleichtert. Ne? Sehr erleichtert, ne? Trotz der Feststellung des Zivilgerichts, der Täter blieb auf freiem Fuß. Sie wussten, wer der Mörder ist? Und hat man da als Vater sowas wie Rachegelüste? Nein, oder? Also ich weiß das nicht. Also ich habe das nicht. Ne? Könnte ich gar nicht. Passt überhaupt nicht zu mir. Ne? Also Sie sind kein Typ für Selbstjustiz? Nein. Nein. Hans? Also das ist natürlich etwas, das ist... Also wie will man das erklären? Ja? Wie will man das einem Menschen erklären? Pass mal auf, es steht fest, gerichtlich ist der Mörder... Aber es passiert tatsächlich nichts. In einem Recht, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist konsequente Umsetzung des Rechtsstaats, ja. An der Stelle, bevor es diese Gesetzänderung gegeben hat, an der Stelle konsequente Umsetzung, was auch richtig ist. Denn manche Umstände, die auch nicht so prickelnd sind, die muss der Rechtsstaat aushalten. Das sage ich sehr, sehr häufig auch in Strafverfahren, ja. In diesem Fall ist das etwas, was du den Menschen nur sehr, sehr schwer vermitteln kannst, der da betroffen ist und dass er nicht an Selbstjustiz denkt. Also es muss sich jetzt keiner sagen, immer, ich hätte ihn umgebracht, den Täter. Ne? Aber was denkt ihr darüber? Also gerade, was meint ihr? Hättet ihr Selbstjustizgedanken quasi mal darüber nachgedacht? Also er hat ja sehr, sehr glaubhaft und wie aus der Pistole heraus geschossen, geschildert, ja, nee, bin ich überhaupt gar kein Typ für. Also wir kennen ja auch die vielen Fälle in Amerika oder wo auch immer, wo dann die Hinterbliebenen den Täter noch angreifen im Gerichtssaal. Ich habe auch schon mal sowas Ähnliches mitbekommen, also auch selber erlebt, als ich Verteidiger war, als es dann dazu Zwischenrufen und Schreien oder auch Stühle werfen schon mal gekommen ist, das gab es auch schon mal und ist, wie ich finde, menschlich irgendwo nachvollziehbar. Ist auch entgegen dem Rechtsstaat, menschlich kann man es vielleicht nachvollziehen, dass es da ein Extremzustand ist und hier in dem Fall, dass er das so schildert, schon Wahnsinn, Hut ab. Möhlmann gab nicht auf. Er startete eine Petition, schrieb Medien und Politiker an. Sein Ziel, eine Gesetzesänderung. Er wollte nicht hinnehmen, dass Mörder frei herumlaufen dürfen, trotz Vorliegens eindeutiger Beweise. Im Sommer des vergangenen Jahres beschließt der Deutsche Bundestag dann tatsächlich ein neues Gesetz. Der Gesetzentwurf ist damit in dritter Lesung angenommen. Der Kern dieses Gesetzes ist, dass man bei ganz schweren Delikten, und zwar nur solche, die nicht verjähren, wie Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen, dass dort bei neuen Beweisen ein neuer Prozess geführt werden kann. Krass. Unfassbar. Unfassbar. Krass, was dieser Mann geleistet hat. Unglaublich. Und natürlich auch Riesenkompliment an seinen Anwalt, der sich da so für ihn eingesetzt hat. Also auch, ich kenne ihn nicht, aber er hat einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also Kompliment an der Stelle auch von einem Kollegen. Ein Gesetz, das einleuchtend klingt, aber unter Juristen höchst umstritten ist. Ein Freispruch müsse endgültig sein, sagt etwa der Deutsche Anwaltverein. Es geht um Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. Der Grundsatz, dass man nur einmal wegen einer Sache angeklagt werden darf, sei daher elementar. Der Grundsatz schützt den Unschuldigen. Und er schützt ihn davor, dass wenn er freigesprochen worden ist, dass, und das ist schwer genug, wenn Sie ein solches Verfahren als Unschuldiger durchlitten haben, da gehen Sie nicht als der Gleiche raus. Der sind und Sie kehren auch nicht ohne diesen Makel in die Gesellschaft zurück. Ja, völlig zutreffend.
Und deswegen sollten wir Anwälte uns vielleicht mal zusammentun, ja, anstatt immer nur übereinander zu lästern, was so viele Kollegen machen, da sollten wir Anwälte uns zusammentun und sagen, ey, pass mal auf, 500 Euro pro Tag Minimum Entschädigung, wenn jemand unschuldig in Haft sitzt. Denn er hat vollkommen recht. Ich hatte auch Schwurgerichtsverfahren, wo meine Mandanten freigesprochen worden sind. Und dann erkläre ich denen danach, pass mal auf, du kriegst jetzt 75 Euro pro Tag Entschädigung. Die gucken mich an. Und die können es nicht glauben. Weil was er sagt, ist vollkommen richtig. Es ist vollkommen zutreffend. Du gehst nie wieder als der... Und glaub mir, es werden so viele Prozesse geführt, die nicht zutreffend sind, die nicht richtig sind. Man braucht gerade bei Schwurgerichtsverfahren häufig aus Ermittlungssicht einen Täter. Das ist häufig so. So. Und dann kann es sein, dass ein Prozess geführt wird. Oder auch, es ist sehr schnell mal eine Anklage in der Welt. Ja. Und der Druck auf jemanden durch eine Anklageschrift, die nicht so zutreffend ist, der ist enorm. Und die Entschädigung vom Staat auf der anderen Seite ist ein Witz. Das muss man auch mal ehrlicherweise so sagen. Ich könnte mich bei dem Thema wirklich in Rage reden und er hat vollkommen recht, er hat total recht, er schützt den Unschuldigen, er geht da nie wieder so raus. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Sache, was ist bei solchen Straftaten? Darf ein Täter darauf vertrauen, dass ihm nie wieder ein Prozess gemacht wird? Boah, es ist tatsächlich ein Lauf auf Messerschneide. Sehr, sehr spannend. Wie findet ihr das? Ich sag's ehrlich, ich bin Strafverteidiger, ja, und es ist mein Job, Leute oder den Rechtsstaat vor Gericht auch für Angeklagte durchzusetzen. Und umzusetzen und Leute im Gericht zu verteidigen, als Interessensvertreter möglicherweise dann tatsächlich des Rechtsstaates und auch des Betroffenen. So bezeichne ich mich, so verstehe ich meinen Job. Und ich sage, gerade beim Mord, aufgrund der fortschreitenden Technik, sollte man sich überlegen, ob es nicht wirklich richtig ist. Also das Gesetzgeber hat sich schon überlegt, klar, aber wir jeder auch, bevor wir darüber nachdenken und auch hier in den Kommentaren, da hoffe ich mal, dass ihr euch da zahlreich dran beteiligt, überlegen, ist es richtig oder ist es nicht richtig? Ich komme zu dem Ergebnis, es ist richtig. Und dieser Grundsatz sagt, wir haben einmal ihn vor Gericht gestellt und haben ihn freigesprochen. Und das ist die Form von Rechtsfrieden. Für Hans von Mühlmann ist das neue Gesetz ein Etappensieg. Aber bis vor kurzem lief der Mörder seiner Tochter immer noch frei herum. In diesem Ort wohnte Ismet H. in einem gediegenen Anwesen. Hausbesuch bei einem mutmaßlichen Mörder. Hallo, ich wollte Herrn sprechen. Er ist nicht zu Hause. Ja. Es geht um einen Mordfall von 1981. Vielleicht wissen Sie da Bescheid. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Redakteur vom Fernsehen. Nee, keiner zu Hause. Keiner zu Hause? Nein. Aber Sie wissen Bescheid um den Fall. Hab ich schon mal gehört. Ja, was sagen Sie dazu? Ich sag gar nichts dazu. Ist Ihr Vater, ne? Ich verstehe, Sie machen Ihren Job, aber ich möchte darüber nicht sprechen. Das ist natürlich schon krass, ne, wenn man so angesprochen wird vor der Tür. Also ich bin ein Riesenfreund der Pressefreiheit, aber das ist natürlich schon Wahnsinn. Hans von Mühlmann ist mittlerweile schwer erkrankt, kann zurzeit keine Interviews geben. Man kann sich aber vorstellen, was in Friederikes Vater vorging, als sein Anwalt ihm vergangenen Donnerstag mitteilte, dass das Oberlandesgericht Celle grünes Licht für die Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben hat. Auch für den Anwalt ein besonderer Moment. Na, Riesenfreude. Also, ich war zu Hause im Homeoffice und habe natürlich mit zittrigen Fingern die E-Mail aufgemacht und dann die Überschrift gelesen. Und dann war ich richtig total erfreut. Habe auch einen leichten Jubelruf ausgestoßen. Das ist krass, ich gucke gerade hier auf mein Team, alle am Gänsehaut. Ne? Das ist krass, alle. Also, es ist Wahnsinn. Also, ich kann es nur sagen, ne? Das macht den Job auch, ich rede gerade einmal, ich habe es gerade schon gesagt, also geiler Job, ne? Also wenn du das siehst, an den Kollegen, richtig, richtig, oh, richtig gut gemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen als Anwalt, wie schön das ist, wenn man so einen Erfolg hat. Ja, so viele sagen Strafverteidiger hin oder her, wir vertreten Mörder und möglicherweise auch andere Straftäter, Drogenverkäufer, Räuber und das alles. Ja, aber jeder verdient ein faires Verfahren in Deutschland. Das gebietet der Rechtsstaat so. Ich kann es total nachvollziehen, also auch wenn ich überzeugen kann in einer Haftbeschwerde zum Beispiel, dass keine Fluchtgefahr vorliegt. Unter uns ist noch nie ein Mandant vor mir geflohen, das kann ich auch mal sagen. Ja, dafür respektieren die mich auch viel zu sehr. Also ich glaube nicht, dass wenn ich einmal dann sage, pass mal auf, du kommst raus, du musst zum Gericht kommen, dahinter stehe auch ich und wir haben dafür gekämpft und du nutzt die Chance gerade aus. Keiner von miteinander ist bisher geflohen. Und wenn ich dann, die Gerechtigkeit durchsetze und sage, er kommt auf freien Fuß, weil keine Fluchtgefahr besteht und er kann zu seiner Familie zurück, der Prozess wird ihm sowieso gemacht. Aber fairerweise aus der Freiheit heraus, das ist unglaublich, das ist so schön und natürlich jubelt man da und weint man da und umarmt sich und freut sich, das ist ganz normal, wir haben ja gerade auch gesehen, hier die Freude in seinem Gesicht, das war schon sehr authentisch, mega, also
richtig, richtig gut, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, es geht nur noch 1 Minute 20, aber die Frage ist natürlich, wie ist er denn jetzt letzten Endes in Untersuchungshaft gekommen? Die Staatsanwaltschaft Verden soll die Hauptanklage im Prozess führen. Für alle Verfahrensbeteiligten ist dies juristisches Neuland. Es ist nach meinem Kenntnisstand das bundesweit erste Verfahren, was nach der Änderung von § 362 StPO geführt wird, also wo von der Möglichkeit, die der Gesetzgeber gerade erst geschaffen hat, Gebrauch gemacht wird. Der Verdächtige sitzt seit Februar in der Justizvollzugsanstalt Celle in Untersuchungshaft. Im Landgericht Verden wird wohl schon bald der Prozess beginnen. Also ich habe ja auch immer so ein Problem mit so vorschnellen Entscheidungen bei Untersuchungshaft, aber das finde ich absolut richtig und nachvollziehbar. Warum? Er hat darauf vertraut, dass der Freispruch endgültig ist. Er konnte und durfte davon ausgehen, mir wird nie wieder was passieren. Und jetzt gibt es einen neuen dringenden Tatverdacht aufgrund der Spermaspuren. Dringenden Tatverdacht, ja, so. Es ist sehr, sehr höchst absolut wahrscheinlich, dass der es gewesen ist. Und jetzt die Gesetzänderung, die sagt, ey, pass mal auf, du kannst ja wohl wieder belangt werden. Das ist ein bisschen anders, als wenn es gibt auch häufig so Saalverhaftungen, ja, wo der Richter dann begründet, ja, pass mal auf, die oder der Täterin ist von der Bewährung ausgegangen, Angeklagte, oder vom Freispruch und jetzt gab es doch 3 Jahre und jetzt wieder festgenommen. Das ist ein bisschen ein anderer Sachverhalt. Hier durfte er komplett sicher sein, dass ihm das nie wieder passiert, so ein Strafprozess. Verurteilt, freigesprochen, in der Revision dann, ne, also zu seinen Gunsten dann letzten Endes. Und dann war eigentlich Ende. Und deswegen kann hier problemlos, wie ich finde, Fluchtgefahr angenommen werden. Denn das Argument, ja, wenn er hätte fliehen wollen, dann wäre er schon lange geflohen. Ja, nee, er dachte ja auch im Endeffekt, dass es nie wieder aufgerollt werden kann. Inklusive vollständig neuer Beweisaufnahme. Das bedeutet, wenn die erste Schwurgerichtskammer zu dem Schluss kommt, dass der Wiederaufnahmeantrag begründet ist, dass dann ein neuer Prozess erfolgt, und zwar so, als hätte es den ersten Prozess nicht gegeben. 41 Jahre lang hat Hans von Möhlmann gekämpft. Jetzt ist er kurz vor seinem Ziel. Irgendwann werden wir sagen können, wir haben den Kampf erfolgreich zu Ende geführt. Ein großer Gewinn wäre schon, wenn Hans von Möhlmann im Gerichtssaal an meiner Seite dem Täter gegenüber sitzt. Boah, also unglaublich tolles Video, rechtlich extrem spannend. Da ist natürlich eure Meinung gefragt. Der Gesetzgeber hat es so entschieden, wie ich finde, auch mit sehr überzeugenden Argumenten. Herr Möhlmann hat da tatsächlich mit seinem Anwalt zusammen einen Riesenschritt gemacht. Tatsächlich auch hier unsere Gesetzgebung und auch das Strafverfahren, ich würde schon fast sagen, ja, nachhaltig zu ändern, indem man sich dafür so eingesetzt hat und vielleicht auch den Anschluss gegeben hat, dass sich dieses Gesetz ändert. Also Wahnsinn, bitte, bitte lasst uns darüber diskutieren, wie findet ihr das, was haltet ihr davon? Ich bin gespannt, wir werden natürlich diesen Prozess uns anschauen. Ihr werdet mich jetzt fragen, würdest du den vertreten, André? Und ich würde sagen, niemals. Die meisten wissen, ich mache Vergewaltigungsstraftaten nicht. Was eigentlich, glaube ich, schade ist, weil ich glaube, ich bin ein sehr, sehr guter Strafverteidiger und glaube, dass auch sehr, sehr viele solche Verfahren zu Unrecht geführt werden. Aber so einen Fall könnte ich persönlich einfach nicht vertreten. Ja, ich mache eigentlich auch keine Nebenklage, aber neben Herrn Möhlmann würde ich mich auch hinsetzen und ihm da für die Durchsetzung der Rechte seiner Tochter letztendlich auch seine Rechte zur Seite stehen, auf jeden Fall. Also Wahnsinn, lass uns drüber diskutieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dieses sehr emotionale Video. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte, möchte und auch juristischer Sicht auch euch weitergeben kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die rein. Vielleicht machen wir ein Q&A oder sowas so tatsächlich nochmal. Das können wir sogar machen, wir machen es mal so. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die Fragen hier unter das Video und dann nach ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen, würde ich sagen, nehmen wir uns mal die am häufig gestellten Fragen unter dem Video heraus und machen da nochmal ein Q&A zu, weil das ist natürlich extrem spannend. Ich weiß nicht, ob Herr Möhlmann das sieht oder nicht, aber an der Stelle viel Erfolg, herzlichen Glückwunsch, meinen größten Respekt an Sie und an alle anderen noch einen schönen Abend.